Meine Frivolen, Damen und Herren dort draußen, fernab vor euren flimmernden Mattscheiben, hier ist wieder euer allerbester Freund Kunando. Und gemeinsam spielen wir heute das Paradrome Massacre. Ein Horrorspiel, das einen legendären Ruf hat. Und diesen Ruf wollen wir heute ergründen. Allerdings, ihr wisst ja, dass ich ein hartgesottener Haudegen bin. Dementsprechend mir fast kein Horrorspiel und draußen über was anderem kann. Ich erschrecke mich ja nicht. Deshalb habe ich mir was Gutes heute, was richtig Gutes ausgedacht. Denn wir wollen den Horror aus der virtuellen Welt dort hier reinholen hier in die Realität. Denn ich paare das Ganze einfach mal total untypisch für mich mit einer Challenge. Das heißt, was ist eine Challenge? Eine Challenge insofern, dass ich den Tod meines Charakters in diesem Spiel, jetzt loopt sich die Musik, auf jeden Fall den Tod des Charakters hier in diesem Spiel, den will ich teilen. Zumindest den Schmerz will ich mir auch zuführen. Das mache ich natürlich nicht, indem ich mir einen Bohrer durch den Kopf führe, sondern, viel schlimmer, liebe Leute, ich werde mich in ein kulinarisches Desaster stürzen. Ein Desaster, das seinesgleichen sucht, liebe Leute. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe etwas vorbereitet. Das wird jetzt ein ganz langer Vortext hier, aber wir kommen gleich zum Spiel. Denn ich werde, falls ich sterbe in diesem Spiel, eine mit Senf bestrichene thailändische Frühlingsrolle, bespickt mit verschiedenen Sorten Brausepulver, einer Marke, die ich nicht zeigen will, denn ich werde gesponsert und das will ich natürlich jetzt nicht hier verlautbaren, das würde nämlich gegen meine Werberichtlinien verstoßen. Und darüber natürlich auch noch Sahne! Sahne kann nicht schaden. Ja, mir schon insofern, dass ich sowohl Senf als auch Sahne hasse wie die Pest. Aber ist auch egal, wir wollen das natürlich, wir wollen das Spiel leben. Das machen wir jetzt zugleich, deshalb starten wir. Ich glaube gar nicht, dass ich mache. Mir ist jetzt schon schlecht, weil hier, das Zeug, das stinkt, ja, das riecht wie eine Bahnhofstoilette. Dann spiele ich hier Power Drill Massacre und esse die Scheiße wahrscheinlich gleich noch. Puppet Combo Presents! Oh Mann! No comment about. Was? Was sagst du zu mir? Ich höre nichts. Hört ihr was? Ich höre nichts. Was? Was ist denn los? Richtig hier reden, ja, nicht nuscheln. Wie hier im falschen Fit. Das ist schon Horror. Das ist schon Horror pur, den ich hier erlebe. Hört ihr das? Ist das ein Funkspruch, oder? Das ist die Sonne. Ja, die kenne ich. Die Sonne kenne ich. Dieses schöner Stern. Da haben wir, ja? Die Sonne. Ja, kann ich einmal jetzt hier gedrillt werden kurz, oder wie? Grundgütiger! Wir sind Opfer eines gnadenlosen Unfalles geworden. Wie es den Anschein soeben hegt. Megan! Jeff! Ich heiße Jeff, oder? Jeff? Are you okay? Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Okay. Mach dir keine Sorgen, Jeff. Ich werde Hilfe holen. Okay, Jeff. Ich weiß nicht, wie man das Spiel steuert. Ach, das sind die schlimmsten Kopfschmerzen, die ich jemals hatte. Aber ich denke, ich bin okay. Es wird schnell dunkel. Ich sollte also aus dem Kofferraum die Taschenlampe holen. Wire! Hua! Ja, das ist. Meine Güte, die Protagonistin, die hat einen Schalk im Nacken. Seht ihr das? Guckt euch die mal an, ja? Die guckt ja auch Hua. Die gute Dame, die muss jetzt erstmal hier den Kofferraum mit. Kann die das überhaupt? Weißt du, wie man das aufmacht? Ich weiß doch gar nichts, ja? Die ist doch falsch gewickelt, die Frau. Ja, Lippenstift auftragen wollte, hat sie den querlängs durch ihren Kopf gestoßen. So dumm sieht die aus. Jeff! Was ist denn los, Jeff? Jeff sieht verdammt schlecht aus. Jeff, ich bin in Sorge um seine Verwandten. Der Typ ist tot. Jede Hilfe kommt zu spät. Liebe Leute, dem Jeff, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich hoffe uns noch. Gültiger, wir können die Kamera mit der Maus. Ja, Benedetto Cocusa! Benedetto Cocusa, du! Danke für dieses Spiel. Was ist denn lang? Gar nicht, was passiert. Zur Info, ich habe das Spiel noch nie selbst gespielt. Ich habe einmal kurz in so ein Video reingeguckt, weil da Power Drill Massacre, das Folge mit so Drills durch den Körper. Dachte ich, ja, geil, geile Scheiße, guck ich mir an. Aber ja, gespielt habe ich es nicht konkret.
Ich weiß auch nicht viel von dem Spiel, deshalb kann ich euch da jetzt keine wichtigen Informationen schenken. Ist halt ganz cool, so in der Optik eines Uralt-Horrorfilms auf VHS. Jetzt lauft doch mal gerade, ey. Scheint tatsächlich noch was abgekriegt zu haben von dem Unfall. Die gute Dame. Die gute Wiese. Ich weiß den Namen. Megan oder so, ne? Megan Fox. Megan Fox ist das. Die schreitet jetzt hier. Was ist denn hier los, ja? Die Berge sehen ein bisschen geschmiert aus. Die sind hier in die Landschaft geschmiert, ja? Zur Hilfe! Auch Hilfe! Mein armer Freund Jeff! Jeff! Oh, Grundgüdiger! Wir müssen hier an der Klippe lang. Ich habe Höhenangst, liebe Leute. Das kann ich nicht vertragen. Ich muss lieber hier hingucken. Gütiger. Ah! Gott, mir wird schwindelig. Gute Megan, du machst ja Sachen hier. Gelobe ich mir fast schon. Boah, ey, mir ist voll. Boah, diese Frühlingsrolle, die stinkt. Bestialisch! Riecht, als würde hier so ein verwesener Leichnam neben mir so hocken, ja? Diese Scheiße kann ich noch nicht essen. Aber, liebe Leute, ich bin optimistisch, dass wir das Spiel durchspielen, ohne dass irgendwas passiert. Ich weiß ja, wie man mit Horror umgeht. Ich kann ihn so handeln, ja? Bin wie der Marionettenspieler, der den Horror in seiner Hand führt. Komme ich hier durch und... Okay. Was ist das für ein finsteres Gelände? Gütiger, das ist eine verlassene Fabrik oder so. Und auch hier ein Autowrack. Eine Info noch am Rande, ich spiele das Spiel nur einmal. Also wenn ich wirklich sterbe und dieses Leid auch im realen Leben erfahren muss, dann gibt es keinen zurück, ja? Das ist halt realistisch. Seht ihr ja schon an der Grafik, das ist ja wie das reale Leben, ja? So. Megan, jetzt betätige mal hier die Türknäufe. Jetzt schrubb dich mal ran. Schrubb dich mal eine Tür. Kann sie nicht. Die kann ich. Ich weiß nicht mal, wie man Türen öffnet. Betätigt jemand einen Gong. Und der, ich bin im Gras gefangen. Wir sehen. Oh. Die Sonne geht langsam unter. Wir müssen uns beeilen. Jeff braucht Hilfe. Jeff ist dem Tode nah. Wenn er nicht schon tot ist. Es mag mich glauben lassen, dass die Hoffnung längst verloren ist. Doch, Megan, die lässt die zeigt dir nicht so schnell die weiße Fahne, ja? Die weiß, dass man noch was biegen kann, selbst in den schlimmsten Situationen. Okay, gut. Wir sträuben uns nach oben. Die Kamera, ey, die macht mich schwummerig, wird mir schon. Leichter Schwindel durchzecht meinen Körper. Kann ich durch? Ich weiß auch nicht mehr, wie man aktiviert etwas. Kann ich hier durch? Megan! Geh rein! Ich habe mir die Controls nicht angeguckt. Das ist doch scheiße. ERF, DZK. Nicht auf die Uhr gucken, es ist eh zu spät. Okay, liebe Leute, kann man hier Options gucken? Options de la Controles. Wir können straven, geil. Wall. Action Space. Flashlight F. Können wir auf F irgendwas machen? Undress oder sowas? Undressen? Oh Gott. Wir sehen hier schon krumme Balken auf dem Screen. Können nicht mehr das Flash gleich auf F hier. Ich muss wieder zurück. Ich glaube, ich habe die Taschenlampe vergessen. Mann, das ist der Horror. Das ist ein Horrorerlebnis. Ich weiß nicht mehr, wie man runterkommt. Grundgütiger! Das liegt alles nur an ihrem Wolkenpullover. Hätte den mal nicht hier angezogen, dann wäre auch der Unfall nicht passiert. Boah, es ist so heiß hier in meinem Raum. Auch ich schwitze, ey. Trieft hier aus allen Löchern, da entbrechen hier die Wasserfälle da nieder, ja? Pff. Megan. Dass du auch die Taschenlampe nicht mitgenommen hast. Dann können wir wenigstens mal gucken, ob Jeff noch lebt. Der gute Jeff. Mir leid, dass das jetzt so ein lahmes Start an das Spiel, aber es wird umso epischer, je weiter wir fortschreiten, liebe Leute. Ich sag, ihr werdet nachher euch gebeutelt fühlen, dass ihr hier zugeguckt habt. Ihr habt ja hier auf YouTube, auf diesem Portal dort draußen, dass ihr mich da gefunden habt, ne? Wenn ihr denn neu sein solltet. Wenn nicht, dann kennt ihr mich ja wahrscheinlich, wisst, dass ich hier leicht labil bin
in Sachen, gut spielen. Können's. So, ja, egal, wie dem auch sei, ich laber nur noch Scheiße. Ich muss jetzt zurück, ganz schnell in die Taschenlampe. Wir wissen ja jetzt, dass wir mit Space die Kiste öffnen können. Meine Güte! Meine Güte, da hinten, da qualmt der Jeff. Der Jeff, die Ausdünstung, ja? Denn wenn ein Körper dem Tode begriffen ist, dann lässt er alles auch raus, ja? Dann kommen die ganzen Luken, Speien da, Ausdünstung raus. Und das sieht dann so aus. Gut dargestellt, muss ich sagen, es ist schon realistisch. So, Jeff. Mein Freund. Aber leider keine Hilfe gefunden. Ich muss mal ganz kurz hier einen Kofferraum, wenn ich denn da hinkomme. So, Rowding. Mein Flashlight! Sollen wir sie aufsammeln? Nein! Gute Megan. Nicht im Rahmen meines Let's Plays hier solche komischen Geräusche von dir geben, ja? Mag ich ganz und gar nicht. Jetzt sind wir eine Flashlight reicher. Guckt euch das mal an, ja? Meine Güte. Meine Güte, die ist ja so groß wie ihr... die Taschenlampe ist so groß wie ihr Schlüsselbein. Guckt euch das mal an, das ist ja... Die weiß aber, wie man damit hantiert, ja? Die kann die gut halten, die Taschenlampe. Gute Darstellung. Gelungen. Ja. So. Ich muss jetzt Hilfe holen. Und wo holt man am besten Hilfe? In einer verlassenen Fabrik. Halle. Und zwar jetzt. Sofort. Und zugleich. Megan! Du kennst den Weg, du warst hier schon einmal. Deshalb ist bis jetzt das alles noch gar nicht so schlimm. Aber wenn hier nicht diese ganzen Bäume wären, ja? Also diese Bäume, ey, diese Natur da drauf. Also wenn ich durch die Tür schreite und draußen immer diese Bäume und Sträucher und Gräser sehe, da kriege ich zu viel, ey. Da könnte ich ausrasten und alles rausreißen, ey. Furchtbar! Furchtbar, sag ich da mal. So, jetzt aber mal hoch. Grundgütiger, was mache ich nur in diesem Spiel gerade? Gott. Leute, hier. Ah. Kommen hier schon die Gräten aus dem Mund, ja? Ich speie gleich schon mein Skelett aus. So furchtbar ist das. So, liebe Leute, jetzt geht's los, ja. Komm hoch, du. Du olle Dirne, du. Geh mal hier vorbei. Mann, ich bin total abgepumpt, ja? Richtig hier. Aufgeladen. Ich weiß, ich will jetzt hier hoch. Mann, ist es so schwer, eine Treppe zu besteigen? Für die gute Megan schon. Für sie schon. Sie macht das nicht alle Tage, ja? So eine Treppe hier überwinden. Vor allem nicht so eine... Jetzt können wir mal rein, oder? Die Tür ist offen. Komm rein, ja. Was für ein gruseliges Gebäude. Mein Reden. Hat sich nochmal den Geifer von den Lippen gestrichen? Und wie wir sehen, wurden wir eingesperrt. Das wollte ich aber eigentlich nicht sagen. Ich wollte sagen, werden wir beobachtet von diesem Graffiti-Auge. Was mag das sein? Oh oh. Na, jetzt hat's mich. Jetzt hat mich die Atmosphäre hier in seinem festen Griff. Hat sie mich. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich sehr ungeliebt gerade von diesem Spiel. Ich dachte, es würde meine Augen liebkosen, frech mit mir spielen, aber nein. Es behandelt mich kalt, dieses Programm, das man Spiel nennt, weil es lustige Elemente beherbergt, wie zum Beispiel dieses ganz lustige Gesicht an der Wand. Ja, könnte ich den ganzen Tag lachen, wenn ich das sehe. Süß. Oh. Meine Güte. Was ist denn das hier für ein... Bau, ist das Stadtarchiv hier irgendwo? Oh, mir ist ganz schwindelig. Ey, mir ist wirklich schwindelig leicht. Ich sehe doppelt. Megan? Ich glaube,
Sie ist tot, aber wenigstens hat der Mörder sie noch in eine stabile Seitenlage gelegt, damit sie doch freudig hier ausbluten kann. Liebe Leute, ich hab's versagt. Hätte ich gedacht, gleich am Anfang, das ist lame, ja? Das war mein... Power Drill Massacre und ich habe ja große Reden geschwungen, die ich jetzt auch im Angesicht dieser blutenden Megan, kann ich die mal so ein bisschen, warte mal, ich mach die mal ganz kurz hier so, warte, ich zauber mal kurz hier, großes Bimmelabummelabum hier, Abracadabra, so, Megan ist jetzt gut im Bild, ich auch, und jetzt geht's los hier, Power Drill Massacre, ich werde jetzt erstmal hier diese schöne mit Senf bestrichene thailändische Frühlingsrolle gefüllt mit Glasnudeln und irgendwelchen Met Fragmenten, glaube ich, werde ich jetzt mit diesem unbekannten Brausepulver einer nicht sehr bekannten Brausepulvermarke drapieren. Ihr seht das jetzt, ich werde es einfach mal hier so rüber gießen. Es ist ein Traum. Das sieht gut aus. Das ist gut. Das ist eine gute Sache. Und ich weiß halt, wie man kocht. Ich habe jahrelang in einer Konfisserie in Frankreich, das waren glaube ich 5 Jahre oder so, habe ich da gelernt, wie man gutes Essen zubereitet. Und da habe ich auch diese Köstlichkeit, das ist auch ein Familienrezept übrigens, habe ich da gelernt, da machen wir hier Brausepulver. Das ist ein bisschen altes Brausepulver, deshalb sind das so große Brausepulverfragmente, die sich dort in unserem Blickfeld auftun. Und ja, jetzt kommt auch noch die gute Sahne. Ihr müsst wissen, ich hasse Sahne. Sahne ist für mich wie Weihwasser für den Teufel, aber es hilft ja nichts. Wenn man was verspricht, dann hält man es. Egal wie sehr man es auch nicht tun wollen würde. So, liebe Leute. Ich bedanke mich schon mal jetzt fürs Zuschauen. Ich habe irgendwo einen Beutel, in den ich mich notfalls entledigen kann. Aber das wird nicht nötig sein, denn das sieht verdammt gut aus, ja? Mann, das ist ja, ich fühle mich ja wie beim Kochduell. Wie beim Kochduell. Ja, ich bin hier ausgerüstet. Und so, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und ich wünsche... einen guten Appetit mit dieser fantastischen Sahne-Brausepulver-Senf-Frühlingsrolle nach Kodando-Art und Weise. Und es wird verdammt gut sein. Mhm.